Ja, einen recht schönen guten Abend allen zusammen. Ich freue mich, euch alle zu der heutigen Ausgabe von unserer Reihe Grundeinkommen wird Grundsatz begrüßen zu können. Wir werden heute über die negative Einkommensteuer reden, und zwar werden wir mit Lisa Paus, Mitglied des Bundestags, das tun. Und wir tun das aus dem Grund, weil die Grüne Partei sich gerade ein neues Grundsatzprogramm gibt, und wir finden, das ist eine gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie die Partei es mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens hält. Deswegen werden wir diese Woche, wie wir auch schon das letzte Woche getan haben, jeden Abend über das Grundeinkommen, über verschiedene Facetten sprechen. Wir hatten letzte Woche jeden Abend schon ganz interessante, anregende Debatten dazu, die man auch auf der Website grünes Grundeinkommen oder Grundeinkommen wird Grundsatz.de auch alle anschauen kann. Und ja, deswegen freue ich mich auch ganz herzlich Lisa Paus begrüßen zu können, die uns eben in das Thema des heutigen Abends, die negative Einkommensteuer, uns einführen wird. Hallo Lisa. Du müsstest, glaube ich, mal deine Kamera und dein Mikrofon anmachen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, beides an. Hallo Daniel. So, jetzt sehe ich dich auch. Wunderbar. Ja, genau. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch gar nicht viel mehr Vorrede zu machen. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte zu dir selbst sagen und wie du auf dieses Thema Grundeinkommen gestoßen bist. Und vielleicht ist es, während du dich vorstellst, auch nett, wenn sich unser Zuschauer im Chat kurz vorstellen. Dabei bitte darauf achten, dass Zoom-Chat ein bisschen tricky ist. Ihr müsst eure Chat-Nachrichten an alle Panelisten und Zuschauer, heißt das, glaube ich, irgendwie, schicken, damit es auch wirklich jeder sehen kann. Also, recht herzlich willkommen alle hier, und Lisa, du hast das Wort. Ja, ich bin Lisa Paus, wie du schon sagtest, bin ich für die Grünen im Deutschen Bundestag 2009, bin die finanzpolitische Sprecherin, bin also im Finanzausschuss. Und ja, wie bin ich zum Grundeinkommen gekommen? Also ich bin seit 95 Mitglied in der Partei. Ich habe also die ganze Debatte um die Hartz-Reformen, sowohl die Einführung als dann eben auch die Kritikdebatte und so weiter mitbekommen und war eben dann natürlich dann auch dabei, als dann 2005, ne, dann die intensiv bei den Grünen debattiert haben, was ist schiefgelaufen und wie können wir die Hartz-IV-Reformen verändern und überwinden. Und dann gab es ja einen intensiven Debatt innerhalb der Grünen zum Thema Grundeinkommen, und da gehörte ich von Anfang an zu denen, die sich für ein Grundeinkommen ausgesprochen haben und mich damals auch intensiv mit den verschiedenen Bausteinen beschäftigt haben. Ich bin aber von Hause aus, wie schon gesagt, nicht Sozialpolitikerin, sondern Finanzpolitikerin. Und deswegen hat mich damals auch immer schon interessiert, ne, haben ja alle gesagt, gibt ja zwei Dinge. Ne? Das erste ist, Leute arbeiten dann nicht mehr. Und das zweite ist, wie soll man das dann überhaupt finanzieren? Und deswegen hat mich insbesondere auch immer die Finanzierungsseite interessiert. Und dann war mir natürlich klar, ne, das ist eigentlich kein Problem. Man muss das Steuersystem einfach nur umbauen. Und so bin ich dann eben auch sehr schnell ein Fan der negativen Einkommensteuer geworden, worum es heute geht, weswegen ich dieses Thema eingespielt habe in eure Debatte, die ich super finde, weil wir brauchen das Thema auch im Grundsatzprogrammprozess bei den Grünen. Das ist prima. Vielleicht bevor du anfängst, noch ein kleiner Hinweis zu unserer Technik heute. Wir haben in Zoom zwei Möglichkeiten, wie sich unsere Zuschauer einbringen können. Ihr könnt gerne im Chat alles kommentieren. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr das an alle schreibt, dass das auch alle sehen können. Und wir haben ein Frage- und Antwort-Tool auch hier in Zoom, also F&A oder Q&A, je nachdem, welches System ihr, welche Spracheinstellung ihr habt, wo ihr dann eben eure Fragen stellen könnt, die wir dann im zweiten Teil des Abends beantworten werden, zumindest unser Bestes geben werden. Ja, und jetzt, wenn, glaube ich, die Regie uns
die Bildschirmpräsentation einblendet, dann kann Lisa auch loslegen. Ich sehe noch nichts. Ich sehe immer noch nichts. Da, jetzt passiert was. Super. Genau, wie angekündigt und wie ich gerade auch schon gesagt habe, soll es heute um eher sozusagen eine Frage der technischen Umsetzung gehen. Ne? Wir haben dann, aber trotzdem sage ich zum Anfang doch nochmal drei Worte, warum ich auch der Überzeugung bin, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit wieder neuen Wind bekommen für das Thema Grundeinkommen. Das haben wir alle miteinander erlebt, dass jetzt gerade eben die Corona-Krise das Thema Grundeinkommen doch wieder viel breiter in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass international, ich bin selber von Hause auch Ökonomin, Wirtschaftswissenschaftlerin, es plötzlich einen viel breiteren Konsens unter Wirtschaftswissenschaftlern gibt, dass ein Grundeinkommen doch eigentlich die beste Form der sozialen sozusagen Grundsicherung ist. Sind noch nicht alle davon überzeugt, aber der Konsens ist jedenfalls deutlich breiter. Und eben auch in Deutschland haben wir mitbekommen, dass in Zeiten von Corona, dass die bestehende Existenzsicherung Lücken aufweist. Besonders krass haben wir das mitbekommen beim Beispiel Solo-Selbstständige. Es gab dann heftige Debatten zwischen, auch öffentlich, aber dann auch zwischen dem Bund und den Ländern, weil der Bund hat eben die Soforthilfen beschlossen, nur für Betriebskosten. Und in den Ländern, wo dann eben die Leute dann sich gemeldet haben mit ihren Problemen, ist eben sehr deutlich geworden, dass sie gesagt haben, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Selbstständige dann zum Jobcenter zu schicken. Und es wäre viel sinnvoller, dass eben bei den Soforthilfen auch die Lebenshaltungskosten mitbezahlt werden könnten. Wir haben vorgeschlagen bis zur Pfändungsfreigrenze von 1.081 Euro. Aber die Bundesregierung ist hart geblieben und hat alle verwiesen an das Hartz-IV-System. Und ich glaube, es war eben kein Zufall, dass es gerade auch in dieser Zeit es jetzt wieder neue Petitionen gab, die auch gleich sehr erfolgreich gewesen sind. Ne? Es gibt eine Bundestagspetition mit über 170.000 Unterschriften. Die ist damit in kürzester Zeit zu der erfolgreichsten Bundestagspetition aller Zeiten geworden. Und viele von euch haben sicherlich auch die Petition bei Change.org mitbekommen. Da waren es sogar 500.000 Menschen, die da unterschrieben haben. So, wenn wir über Grundeinkommen reden, ne, dann alle, die schon ein bisschen mit der Debatte beschäftigt haben, wissen, da gibt es unterschiedliche Typen davon. Natürlich würde auch die FDP von ihrem Bürgergeld immer behaupten, dass es ein Grundeinkommen ist. Ne? Wir würden immer sagen, das hat zwar Grundeinkommenselemente, aber hat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie Grüne es sich vorstellen, nichts zu tun. Weil die negative Einkommensteuer eben natürlich nicht alle Aspekte erschlägt, ist mir einfach am Anfang nochmal wichtig, damit nicht hinterher wieder gesagt wird, aber das und das und das ist doch eine Frage, dass wir das natürlich einbetten. Und dafür hat das Grünen-Netzwerk Grundeinkommen vor vielen Jahren bereits Kriterien entwickelt. Erstens, dass unsere Form von Grundeinkommen muss immer mindestens erfüllen. Es muss einen individuellen Rechtsanspruch aller Bürgerinnen und Bürger geben. Zweitens, es muss gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen in der Höhe. Wir haben uns auf keine Höhe festgelegt, aber es muss so gut sein, dass es gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Drittens, es darf keine Bedürftigkeitsprüfung geben. Viertens, es muss unabhängig von der Bereitschaft zur Erwerbsarbeit sein. So, und das grüne Grundeinkommen soll auch nicht alle anderen, alle anderen Maßnahmen des Sozialstaates ersetzen, sondern im Gegenteil, das grüne Grundeinkommen kann eigentlich seine Wirkung erst dann voll entfalten, wenn es eben gleichzeitig die Einführung der Bürgerversicherung gibt, sowohl für Gesundheit, für Pflege und für die Rente und auch der Mindestlohn und die wirksame Arbeitsmarktpolitik weiterhin bestehen wird und aktiver ist. Da fehlt noch ein Punkt. Wolfgang, den kann ich jetzt auf meinem Bildschirm nicht sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Muss man ein bisschen nach unten ziehen. Ah, da, alles klar. So, und natürlich brauchen wir eben auch weiterhin ein inklusives Bildungssystem, was die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft bekämpft. Da ist auch in Deutschland nach wie vor ein weiter Weg zu gehen. Und auch die soziale Infrastruktur muss ausgebaut werden und nicht abgebaut werden. Nur in diesem Gesamtpaket macht aus unserer Sicht eben die Einführung eines Grundeinkommens Sinn. Trotzdem unterhalten wir uns über Stufen, über Bausteine und Ähnliches. Aber das ist in der Summe dann mit den begleitenden Maßnahmen dann der Rahmen für ein grünes Grundeinkommen.
So, was ist jetzt im Verhältnis dazu die negative Einkommensteuer? So, da habe ich jetzt einfach mal eine Definition aus dem Online-Lexikon Brockhaus Wirtschaft abgeschrieben. So, erstmal ist das nichts anderes als ein einkommensabhängiger Geldtransfer an private Haushalte. So, die positive Einkommensteuer ist die, die alle zahlen müssen, ne? Sozusagen, wo vom Bruttoeinkommen eben dann Geld abgezogen wird zur Finanzierung von staatlichen Leistungen. Das ist die Einkommensteuer und die muss also der Einzelne von seinem Einkommen abführen an den Staat. Die negative Einkommensteuer ist Geld, was er vom Staat bekommt. Also eigentlich sozusagen sind da negativ und positiv die umgekehrten Vorzeichen. Aber das ist erstmal die Definition. Mit der Einkommensteuer müssen deswegen abgestimmt sein Transferzahlungen. Die, also Transferzahlungen vom Staat an den Bürger, das ist die negative Einkommensteuer. Und die Steuerzahlungen des Bürgers an den Staat, das ist die positive Einkommensteuer. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang für alle Steuerexperten, dass es eben eine einheitliche Bemessungsgrundlage dafür gibt, was Einkommen ist. So alle, ne, die sich damit auskennen, mit Steuerrecht und Sozialrecht, die wissen, da gibt es auch Unterschiede. Und wichtig ist, dass bei steigendem Einkommen die Transferzahlungen abnehmen und die Steuerzahlungen zunehmen. Integriertes Steuer- und Transfersystem. Die negative Einkommensteuer des grünen Netzwerkes. Es gibt kein festes Modell sozusagen, aber man hat sich mal auf ein paar Grundsätze sozusagen geeinigt. Das ist auch schon viele Jahre her und das, was ich auch mit Wolfgang aktuell mal andiskutiert habe im Bundestag, das entspricht auch nicht vollständig diesen Kriterien, aber ich nenne es einmal auch mal hier, weil man sich damals sozusagen so darauf verständigt hat, dass das Grundeinkommen eben für alle bedingungslos ausgezahlt wird vom Staat über das Finanzamt. Und damit eben automatisch klar ist, dass jeder es bekommt und auch keiner sozusagen durchfällt, da muss man keinen Antrag stellen oder irgendwas, ne, sondern es wird vom Finanzamt den Leuten zugewiesen. Und es wird dann vom Finanzamt auch verrechnet, wenn es eben Erwerbseinkommen gibt. Und das ist eben auch deswegen praktisch, weil das tatsächlich sozusagen die sonstigen Abgrenzungsprobleme zwischen Sozialrecht und Steuerrecht auch einfacher macht. So, und man hat sich damals auch schon grundsätzlich über eine Höhe sozusagen orientiert. Wenn man Erwerbseinkommen hat, das kleiner ist als das zweimal das Grundeinkommen, dann bleibt man weiterhin Nettoempfänger vom Staat. Und wenn das Erwerbseinkommen größer ist als das Grundeinkommen mal zwei, dann irgendwann wird man zur Nettozahlerin, also wird man auch wieder zur Steuerzahlerin im Staat. Das war sozusagen da die Idee des grünen Netzwerks Grundeinkommen. Um nochmal knapp zu sagen, was sind die entscheidenden Stellschrauben, entscheidenden Größen bei so einem Konzept von einer negativen Einkommensteuer? Das ist zum einen das garantierte Mindesteinkommen, ne, das, worüber eben vor allen Dingen beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen geredet wird. Ne, wo ist genau das Existenzminimum? Ne, müssten es irgendwie 900.000, 500.000, 2.000 Euro sein oder kann man auch mit 500 Euro anfangen? So, das ist die eine entscheidende Größe, das garantierte Mindesteinkommen. Ne, das ist sozusagen ansonsten die Hauptdebatte auch beim Grundeinkommen. Das zweite ist die Transfergrenze. Also wann schwappt man vom vom Transferbezieher zum Steuerzahler? Und das dritte ist der Steuersatz. So, wie jetzt auch, ne? Braucht man eben einen Steuersatz, wenn man eine Steuer erhebt, ne? Liegt der bei 30%, 50%, 70%. Auch das muss man festlegen bei einem Steuertarif, bei einer negativen Einkommensteuer. So, das ist jetzt sehr technisch, aber es ist einfach für den Hinterkopf, wollte ich es einfach nochmal erwähnen, für die vielleicht schon tiefer drin sind, ist eben wichtig dann, wenn man der Debatte lauscht, da den Unterschied zu kennen. Man kann zum einen die negative Einkommensteuer als Grundfreibetrag, also so festlegen, dass der Grundfreibetrag das Grundeinkommen ist. Das kennt jeder, der schon mal selber eine Einkommensteuererklärung gemacht hat. Ne? In Deutschland ist es derzeit so, dass der Grundfreibetrag pro Jahr derzeit irgendwie so etwas über 9.000 Euro, also zwischen 9.000 und 10.000 Euro liegt. Das wurde derzeit festgelegt, das ist das Existenzminimum, was nicht besteuert werden darf.
Und da kann man eben einfach auch dieses Existenzminimum als Grundeinkommen festlegen. So, und dann, wenn man eben mit seinem Einkommen unter diesem Grundfreibetrag liegt, dann bekommt man Geld vom Staat. Wenn man mit seinem Einkommen über diesem Grundfreibetrag liegt, dann muss man leichte Steuern zahlen und desto mehr halt, desto höher. So, die Höhe der Transferzahlung berechnet sich nach der Differenz zwischen dem tatsächlichen Einkommen und dieser Grundfreibetragsgrenze, Transfergrenze. Und dann wird eben der Steuersatz auf diese Differenz angewendet. So, und dann kriegt man diese Formel, Steuerschuld gleich Steuersatz mal Klammer auf, Einkommen minus Freibetrag. So, da denkt man ja, wieso, das ist ja super, weil da bekommt doch jeder den Grundfreibetrag. Ne? Bei diesem Typ bekommt aber dann am Ende nicht jeder den Grundfreibetrag, sondern deswegen favorisieren wir, ich und Wolfgang Streng-Mankun, die andere Variante, nämlich die negative Einkommensteuer als Abzug von der Steuerschuld oder als Steuergutschrift. Da haben wir gesagt, es gibt eben diese drei Stellschrauben, ne? Mindesteinkommen, Transfergrenze und Steuersatz. Und uns ist ja eben wichtig beim Grundeinkommen, dass das Mindesteinkommen für alle festgelegt wird. Am Ende sozusagen kann man immer damit Formeln hin und her rechnen. Aber das Wichtige ist für uns, der Ausgangspunkt ist eben das garantierte Mindesteinkommen. Und das ist festgelegt. Das kann man einheitlich machen. Man kann es auch noch nach persönlichen Merkmalen staffeln. Wir nehmen jetzt halt Einfachheit mal an, es ist einheitlich. So, und der Betrag, der wird dann mit der zu zahlenden Einkommensteuer verrechnet. Und für Formelfreaks sieht man dann, da unten gibt es den kleinen, aber feinen Unterschied, dass da die Steuerschuld gleich der Steuersatz mal Einkommen und dann minus Freibetrag ist. Vorher hatten wir eine Klammer um Einkommen minus Freibetrag. Und in diesem Fall bekommt halt der Einzelne mehr, weil das Mindesteinkommen eben höher festgelegt ist und im anderen Fall bekommt er weniger und das kann man jetzt wunderschön in der Kurve sehen. So, da sieht man, dass das Grüne ist die grüne Sozialdividende, das Rote ist die Variante Einkommenslücke und ne, das zeigt eben bei den gewählten Parametern, ne, obwohl beide sozusagen von dem Grundfreibetrag eigentlich ausgehen, ist eben bei der Sozialdividende ne, ist halt insgesamt das Nettoeinkommen höher, während bei der Einkommenslücke eben insgesamt das Transferanteil sozusagen und insgesamt das Nettoeinkommen dann niedriger ist. Warum eine negative Einkommensteuer? Das ist, wie gesagt, erstmal eine Form, das Grundeinkommen tatsächlich umzusetzen. Und das ist auch deswegen eine gute Form, das Grundeinkommen durchzusetzen, weil es eben eine automatische Auszahlung durch das Finanzamt gibt. So, wir haben gerade mal auch in der Bundestagsfraktion nochmal umgerechnet, ne, habt ihr mitbekommen, eine Aufstockung der Hartz-IV-Sätze und wir haben es immer schon gewusst, aber da haben wir es nochmal ein bisschen genauer gesehen. Wir haben, dass wir derzeit massive verdeckte Armut in Deutschland haben und dass bei den Berechnungen, die wir jetzt gemacht haben zur Anhebung der Hartz-IV-Sätze, eigentlich der Punkt automatische Auszahlung der war, sozusagen der am kostenintensivsten war, weil eben derzeit es eine Riesenlücke gibt zwischen denjenigen, die anspruchsberechtigt sind und denjenigen, die tatsächlich ihre Ansprüche auch geltend machen. So, und das ist, ne, deswegen ist diese automatische Auszahlung einer der entscheidenden Hebel, um verdeckte Armut zu bekämpfen. Und ja, tatsächlich eben damit auch mehr soziale Gerechtigkeit zu bekommen. Also der Abbau, sozusagen die Verhinderung von verdeckter Armut, die damit praktisch tatsächlich, dass man damit kippen, also dass verdeckte Armut damit praktisch aufgelöst wird, ist ein ganz zentraler Punkt für eben diese Ausgestaltung für den der negativen Einkommensteuer. So, und der Vorteil ist eben für alle Aufstockerinnen, und davon gibt es ja doch eine ganze Menge, dass es dann eben keine bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung mehr gibt und dass es eine niedrigere Grenzbelastung gibt, gerade für Aufstockerinnen und Aufstocker. So, und gerade für selbstständige Aufstockerinnen und Aufstocker, ne, die haben ja noch besondere Schwierigkeiten bei der Umsetzung. So, und ein weiterer zentraler Aspekt ist, dass eben derzeit, das ist das sogenannte soziale Sägeblatt, ne, das ist derzeit die Situation im Zusammenspiel zwischen Sozialrecht und Einkommensteuerrecht in Deutschland. Das ist keine Tabelle von uns, sondern die ist von der Bertelsmann Stiftung.
So, und die zeigt bei einer Familie, ne, zwei Erwachsene, zwei Kinder, Ehepaar, beide sind erwerbstätig, bei sozusagen steigendem jährlichen Haushaltseinkommen ist schon sozusagen die klassische westdeutsche Arbeitsteilung unterstellt, ne, dass er sozusagen 3:1 mehr verdient als die Frau. So, und das ist es eben so, dass Einkommensteuer plus Sozialabgaben plus wegfallende Sozialleistungen, also ne, Ansprüche sozusagen aus dem Transfersystem, eben an ganz vielen Punkten echte Kipppunkte bedeuten. Ne? Das ist es eben zum Beispiel, wenn man schaut, bei einem jährlichen Haushaltsbruttoeinkommen von 20.000 Euro, ne? Da kann sich lohnen, irgendwie 1.000 Euro mehr zu verdienen. Und wenn man dann plötzlich 2.000 Euro mehr verdient, dann hat man weniger Geld, das ist dieser starke Ausschlag nach oben, da zwischen 20 und 25 hat man plötzlich weniger Nettoeinkommen als vierköpfiger Haushalt, als man eben vorher hatte mit einem Brutto von, wie gesagt, 21.000 Euro beispielsweise. So, und da gibt es eben nicht nur eine Stelle, ja, sondern da gibt es sogar eben bis hin zu fast 40.000 Euro Haushaltsbruttoeinkommen, ne, eine vierköpfige Familie, das liegt immer ungefähr so bei 37.000. Ne. So, auch da kann das noch sein, dass wenn dann eben plötzlich 1 Euro oder 10 Euro oder 50 Euro mehr verdient werden, dass plötzlich der gesamte Haushalt weniger Geld hat netto als vorher. Das ist eben derzeit dieses nicht abgestimmte System in Deutschland. Und das würde mit der negativen Einkommensteuer, ne, definitiv komplett verschwinden. Auch ein zentraler Vorteil der negativen Einkommensteuer. So, jetzt nochmal ein konkretes Beispiel. Beispiel Status Quo. Jetzt haben wir jetzt keine Familie, sondern mal den Single-Fall. Alleinstehend, Vollzeit und Mindestlohn. Ne, da sollte man ja eigentlich denken, ne, der ist nicht auf das Transfersystem angewiesen. Aber es gibt eben doch eine Reihe von Fällen in Deutschland. Ne, zum Beispiel, wenn eben die Mietkosten plötzlich so hoch sind. Ne, dass eben diese Menschen sehr wohlberechtigt sind, zusätzlich aufzustocken. Also es gibt den Fall brutto 1.500 Euro, der zahlt Sozialversicherung von 309 Euro, zahlt Lohnsteuer von 79 Euro, hat dann netto 1.115 Euro und profitiert dann von dem erwerbstätigen Freibetrag und hat ein anzurechnendes Einkommen von 815 Euro, hat einen Bedarf von 899 und hat dann zusätzlich Anspruch auf Arbeitslosengeld 2, eben wegen der Mietgeschichte zum Beispiel, von 84 Euro. Und ne, viele ne, machen dann eben, gehen nicht zum Amt, stellen diesen Antrag nicht, aber hätten eigentlich eben einen Anspruch dann auf verfügbares Einkommen von 1.199 Euro. So, und wenn man es aber jetzt so machen würde, wie ich und Wolfgang das vorschlagen, dann hätte man eben eine Aufstockung durch eine Steuergutschrift. Das heißt, ne, verdient wieder 1.500 Euro brutto, zahlt wieder Sozialversicherungen, 309, eine Lohnsteuer von 79 Euro, hätte also netto diese 1.115, würde dann aber eine Steuergutschrift bekommen von 235 Euro und würde aufgestockt, weil wir ein Existenzminimum unterstellen von 900 Euro auf 1.350 Euro. In dem vorherigen Beispiel, das ist eins, was eben sozusagen auch bisher von der klassischen Grundsicherung gedacht ist und sozusagen mit dem bestehenden Steuertarif arbeitet. Wenn man das aber richtig komplett integriert in den Steuertarif, also richtig im Sinne einer negativen Einkommensteuer, dann ne, muss man nicht erst Steuer zahlen und kriegt dann hinterher vom Staat dazu, ist ja blöd, sondern diese Saldierung von Plus und Minus ne, sollte ja gefälligst der Staat schon mal direkt machen, weil alles andere ist ja zusätzliche Bürokratie. So, und das ne, wäre eben das, was ich noch besser fände, dass es eben integriert wird in den Steuertarif. Dann hat man eben auch wieder natürlich Zahlungen für die Sozialversicherungen, ne? Aber diese Plus- und Minus-Steuerzahlung ne, wird eben saldiert auf 150 Euro Zuschuss vom Staat und dann bekäme man eben netto 1.341 Euro. Unterstellt ein, jetzt haben wir einfach mal pauschal gesagt, einen Steuersatz von 50% und festgelegt das Existenzminimum auf 900 Euro. Ja. Das
Das ist jetzt eben eine von mir und Wolfgang mal so angedachte mögliche Variante eines Steuertarifes. Da sieht man, dass der blaue, die blaue Linie, was ich jetzt nicht gemacht habe, ist das übliche Bild, was man sonst immer kennt, die Einkommensteuergrenzbelastung. So, ne? Da kennen wir ja alle, der Eingangssteuersatz, der liegt irgendwie bei 16,5 oder so. Aber wir wissen alle, ne, der Spitzensteuersatz liegt bei 42%, der setzt ungefähr bei 57.000 Euro ein. Und dann gibt es noch den Reichensteuersatz von 45%. Das ist aber der Grenzsteuersatz. Das heißt, den ich zahlen muss, wenn ich einen zusätzlichen Euro habe, jenseits jetzt von diesen 57.000 beispielsweise oder der Spitzensteuersatz, der Reichensteuersatz 45%, ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro. So, worüber eben viel zu wenig in der politischen Debatte geredet wird, aber was das Entscheidende ist für jeden einzelnen Bürger und jeden einzelnen Haushalt, ist der Durchschnittssteuersatz. Nämlich das, was man tatsächlich zahlt. Ne? Wenn man eben 40.000 Euro verdient, ne? Was zahle ich dann tatsächlich an Steuern und was ist das an Prozent von meinem Einkommen? Ne? Und wie viel zahle ich, wenn ich eben 100.000 verdiene und wie viel ist das, ne, im Verhältnis sozusagen zu meinem Einkommen, wie viel Prozent von meinem Einkommen, von meinem Bruttoeinkommen gehen drauf für Steuern. So, und das ist das, was diese Kurve sagt. Und da war jetzt eben mal einmal angedacht, was wäre denn eigentlich, wenn wir mal sagen, der Grundfreibetrag liegt eben nicht wie jetzt knapp unter 10.000 Euro, sondern wir erhöhen den mal auf 20.000 Euro und machen dann einen Steuersatz, ne, pauschal 50%, ne? Das heißt, wenn man drunter, mit der Sozialdividende, aber wenn man drunter liegt, eben bekommt man, ne, entsprechend 50% sozusagen den Zuschuss vom Staat. Wenn man da drüber liegt, ne, dann zahlt man die 50%, und dann komme ich auf so eine Kurve. So, da sieht man dann eben das Rote, das wäre jetzt eben unser Durchschnittssteuertarif bei einer der Einführung der negativen Einkommensteuer. Und da sieht man jetzt über die Strecke, ne, das ist eigentlich ein moderater Eingriff. Und das ist jetzt einfach nochmal wichtig, auch für all die Leute, die sagen, ja, Grundeinkommen ist ja schön und gut, aber Grundeinkommen ist ja überhaupt nicht finanzierbar. Wie soll das finanziert werden? Da sieht man, ne, allerdings haben wir da berücksichtigt, dass wir es erstmal sozusagen so einführen, nur für Erwerbstätige. Aber da sieht man, dass das gar nicht so ein großer Eingriff ist. Ja, sondern dass wir da von oben nach unten verteilen. Ne? Die rote Linie unten liegt deutlich über der blauen Linie, aber jetzt auch nicht dramatisch. Ja? Und dann haben wir eben einen Schneidepunkt, ne, ungefähr bei 60.000 Euro. Und dann über 60.000 Euro, da wäre es dann so, dass die Leute dann mehr Steuern zahlen müssten, also netto dann weniger hätten, ne, und derzeit sozusagen jetzt mehr hätten. So. Das kann man natürlich auch noch verschieben, man kann dann sich auch noch weitere Stufen überlegen, aber das jetzt mal einmal, um es anschaulich zu machen, ne, was das bedeutet, das wäre eine Umverteilung, ja, ne, so, aber es wäre eigentlich eine moderate Umverteilung in diesem Vorschlag. So, jetzt langsam zum Abschluss nochmal zur Erinnerung. Diese negative Einkommensteuer würde sich eben einbetten. Wir haben bisher immer das Bausteinsystem verfolgt, ne, und aktuelle Forderungen, die es bereits gibt bei den Grünen, die ihr kennt, haben eben doch, gibt es auch einige, die auch was in der Intention mit dem Grundeinkommen zu tun haben. Ich setze mich auch seit Jahren ein für die Kindergrundsicherung für alle Kinder, ne, jetzt noch mehr als vorher sozusagen integraler Bestandteil des grünen Forderungskatalogs. Eine Garantierente ohne Bedürftigkeitsprüfung, die Abschaffung der Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, ne, haben wir dazu auch gerade wieder einen Antrag im Bundestag laufen, Anhebung des Regelsatzes für Arbeitslosengeld II und auch die Umstellung des Arbeitslosengeldes II auf individuelle Existenzsicherung. Der letzte Punkt da, genau, das ist ein bisschen schwieriger, aber auch daran arbeiten wir sukzessive. Alle anderen Punkte sind sozusagen jetzt klarer grüner Programmkanon. So, zum Fazit, die negative Einkommensteuer kann Mängel im staatlichen Umverteilungssystem beseitigen, sie verbessert die Anreizwirkung, sie bringt mehr Verteilungsgerechtigkeit, sie baut Bürokratie ab und erhöht Transparenz. Das funktioniert über eine einfache Auszahlung, hat eine schnelle Anpassungsfähigkeit, ne? Deswegen ist es insbesondere auch für Solo-Selbstständige gut und in der Krise für alle. Und es reduziert deutlich verdeckte Armut und Stigmatisierung.
Bürokratieabbau habe ich schon genannt, kann man aber gar nicht oft genug sagen. Das wär's. Vielen Dank. Ja, prima. Herzlichen Dank. Sind wir wieder da? Ja, scheint so. Ja, das war natürlich jetzt sehr, sehr reichhaltig an Informationen, vielleicht für die eine oder andere ein bisschen erschlagend, aber dafür haben wir ja jetzt noch eine gute halbe Stunde Zeit, um das auszudiskutieren. Ich habe vorhin in der Anfangsphase versucht, vergessen, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Daniel Feher. Ich wohne in Berlin, bin im Vorstand des Europäischen Grundeinkommensnetzwerks und genau werde jetzt durch die Diskussion führen. Ich möchte nochmal darum bitten, im Frage- und Antwort-Tool tatsächlich nur Fragen zu stellen, sonst verliere ich da auch den Überblick. Für Kommentare, Anmerkungen bitte die Chat-Funktion benutzen. So, ja, und es gibt auch tatsächlich schon jede Menge Fragen. Ich muss das eben mal hier wiederfinden. Einmal, also es gibt mehrere Fragen, die sich auf die Sozialversicherung beziehen, inwiefern die schon berücksichtigt sind in deinem Modell. Da, in Beispielen habe ich jetzt ja genannt, die Sozialversicherung, ne, ist da jetzt erstmal berücksichtigt. Die Zahlen, die ich da gebracht habe, das ist jetzt sozusagen der derzeitige Stand. Ne, die voll ausgestaltete Bürgerversicherung, die ist da jetzt noch nicht drin, aber es ist dann sozusagen jetzt, also muss jetzt den Einzelfall jetzt nicht großartig verändern. So. Und das bedeutet natürlich, dass eben zu dem Steuersatz, ne, 50%, dann natürlich die Sozialversicherungskosten dann noch draufkommen. So. Okay. Eine andere Frage, wie das dann mit Einkommen ist, die nicht der Einkommensteuer unterliegen, zum Beispiel Unfallrenten. Da geht es dann tatsächlich nochmal darum, wie man die Bemessungsgrundlage festlegt. Und ich wäre da sehr wohl für eine sehr weite Bemessungsgrundlage, dass eben jegliches Einkommen da berücksichtigt wird. Und noch eine weitere Frage. Die ist relativ kurz. Gehört zur Definition auch, dass die gesamten Auszahlungskosten vollständig durch die Einkommensteuer finanziert sein müssen? Die Auszahlungskosten, die Frage verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich auch nicht ganz. Deiner, vielleicht schreibst du das. Also ne, klar, irgendwie ne, die Finanzbeamten kosten und so, aber ne, dafür gibt es dann ja insgesamt sozusagen Steuereinnahmen und davon wird ja insgesamt der Staat finanziert. Das wird ja jetzt nicht dem Einzelnen sozusagen zugerechnet. So, und inwieweit der Einzelne sich jetzt beteiligt, das hängt eben dann von seinem Einkommen ab und ob er jetzt eben profitiert von der Steuergutschrift oder ob er eben insgesamt mehr verdient und profitiert vom guten Leben, aber eben auch Steuerzahler ist. Okay, also wir hoffen, dass das war, was Rainer wissen wollte, sonst stellst du die Frage nochmal neu. Dann möchte Ulrich Franz wissen, wie das Zusammenspiel zwischen, also er schreibt hier negativen Einkommensstufen und Leistungen der Daseinsvor- und Fürsorge steht. Ich glaube, das ist so eine relativ allgemeine Frage, nicht nur jetzt zur negativen Einkommenssteuer, sondern generell zum Grundeinkommen. Wie weit berücksichtigen wir andere Leistungen des Staates Museumseintritt und Bildungs- und Mobilitätskosten und so weiter in der Berechnung des Grundeinkommens, inwiefern, wie stark wollen wir das monetär irgendwie regeln und wie stark durch Staat, das hast du ja auch eingangs erwähnt, dass ja durchaus auch weitere Leistungen
bestehen bleiben sollen. Und da wir haben uns als Bundesnetz ja klar darauf verständigt, ne, dass wir eben auch nach wie vor eine starke soziale Infrastruktur wollen und brauchen, die dann auch finanziert werden muss. Und entsprechend, ne, muss man sich dann eben bei dem Einkommensteuersatz dann auch darüber verständigen. Ne. Da kann man sich eben auch vorstellen, dass eben für Einkommen, ne, über 500.000, über 1 Million oder so, kann man sich auch einen Grenzsteuersatz vorstellen, der eben dann über 50% liegt. Ne. Die dann sozusagen im Ergebnis auch noch zu positivem Einkommen führt, aber wo dann eben der Steuersatz höher liegt. Es geht eben darum, insgesamt den Staat zu finanzieren. Ich habe ja deutlich gemacht, wir können den Staat damit finanzieren. Ne, weiterhin wird es ja Menschen geben, ne, die mehr als das Mindesteinkommen haben wollen. So, und ne, entsprechend wird es eben weiterhin eine Einkommensteuer geben. Und die wird natürlich dann auch mit dafür sorgen, dass der Staat finanziert wird. Außerdem wird es weiter auch Unternehmenssteuern geben. Es macht auch Sinn, wieder einzuführen, eine Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer zu reformieren. All diese Dinge sind weiterhin wichtig und finanzieren den Staat. Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch auch die Frage von Eberhard Müller. Wie ist das mit den Wohnkosten gedacht? Sind die in diesem Grundbetrag schon mit einberechnet oder wäre das eine separate? Wir haben jetzt ja nur jetzt, ne, dieses Mindesteinkommen, ne, das hat Wolfgang jetzt mal so gesagt, nehmen wir jetzt diese 900 Euro, ne, und in unserem jetzt sozusagen Brückenübergangsvorschlag ist es eben so, ne, eigentlich sind es 800 Euro, ne, plus 100 Euro für Erwerbstätige, ne, als gesichertes Mindesteinkommen. So, das ist jetzt gegriffen. Da, ne, wisst ihr alle, da gibt es andere Diskussionen, die sagen, unter 1.500 Euro müssen wir gar nicht anfangen. Ne? Und desto niedriger das ist, ne, desto mehr muss man natürlich dann regionale Unterschiede berücksichtigen. Natürlich, ne, muss ein Mindesteinkommen existenzsichernd da ausgestaltet sein. Und wenn es das nicht ist, dann brauchst du eben zusätzliche Zahlungen. Ne? Sind dann eben weitere Dinge wie Wohngeld oder auch KDU notwendig. Das hängt eben insgesamt von der Höhe ab. Ne? Da haben wir nichts festgelegt. Wir sind jetzt im Rahmen des Grundsatzprogramms. Wir haben jetzt mal pauschal mit den 800 und 900 Euro gerechnet. Und da wissen wir, dass das nicht in allen Teilen Deutschlands dann ausreichend ist, sondern da wird es zusätzlich Wohnkosten geben. Wir haben ja nicht nur Fragen an dich hier heute, sondern wir haben auch ein paar Fragen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vorbereitet. Ich glaube, die eine passt ganz gut auch zu der einen, zu diesem einen Diagramm, was du gezeigt hast, wo du die Brutto-Netto-Vergleich hast du ja auch gesagt, dass da gehst du davon aus, dass diese negative Einkommensteuer zunächst einmal für Erwerbstätige nur eingeführt wird. Und das ist natürlich eine interessante Frage. Sollen wir das so machen oder wenn schon Grundeinkommen, dann natürlich für alle. Und da könnt ihr jetzt uns sagen, was ihr dafür richtig halten würdet. Also sollen wir diese Steuergutschrift mit der negativen Einkommensteuer sofort für alle einführen oder zunächst in einem ersten Schritt nur für Erwerbstätige? Also Antwort 1, sofort für alle. Und damit es auch den Namen Grundeinkommen verdient. Und Antwort 2, erstmal an Erwerbstätige, weil schrittweise kommen wir da besser hin. So. Geben wir noch ein ganz klein bisschen Zeit an alle, um abzustimmen. Und vielleicht schauen wir uns jetzt das Resultat an. So, da scheint doch hier heute Abend die Meinung eindeutig Richtung sofort für alle zu gehen. Willst du vielleicht dazu was sagen, Lisa? Was wären aus deiner Sicht die Herausforderungen, wenn man das eben nicht nur in erster Runde an den Steuern, die sowieso jetzt schon Steuern zahlen, dreht, sondern tatsächlich dann alle mit berücksichtigt?
Na, also der Hauptpunkt ist tatsächlich, das würde dann bei der Einführung erstmal deutlich mehr kosten. Es wäre eine deutlich größere Umverteilung und dann müsste man eben den Einkommensteuersatz auf der anderen Seite eben doch deutlich stärker erhöhen oder man muss eben sich überlegen, wie man es anders finanziert bekommt. Ne? Wie gesagt, Vermögensteuer, andere Steuern hatte ich ja schon angesprochen. Das ist der Punkt. Das ist ein wesentlich größeres zum Einstieg eben nicht nur ein System, das ist nicht nur ein Systemwechsel, sondern es wäre eben gleichzeitig ein deutlich höherer Umverteilungs- und Umfinanzierungsbedarf und das macht es eben in der politischen Umsetzung dann herausfordernder. Das ist der Unterschied. Was ich ja persönlich sehr charmant an dem Konzept Grundeinkommen als negative Einkommensteuer finde, ist es ja, dass direkt sofort diese Frage, die man sofort auch, also das hast du jetzt, glaube ich, nicht genannt, aber ich glaube, vielleicht dann die dritte Frage, die man dann gestellt bekommt, ist ja, und die Millionäre kriegen es dann auch, oder wie? Und ich glaube, die Frage ist ja beantwortet dadurch, ja, aber das macht dann bei der Steuerlast eben dann keinen Unterschied mehr. Ja. Was interessant wäre, glaube ich, auch an dieser Tabelle, die du uns gezeigt hast, natürlich auch zu sehen, wie viele Leute profitieren davon, wie viele Leute zahlen drauf. Hast du dazu vielleicht irgendwelche Zahlen? Also auch die zwei Optionen, also wenn man es für alle einführt oder wenn man es jetzt nur für Einkommenserwerbstätige einführt? Wie gesagt, das hängt eben dann stark von dem Steuertarif dann ab. Ne? Also natürlich alle, die eben jetzt Aufstocker sind, ne? Aber ja eben auch noch viel weiter. Ich habe ja, ne, dieses Sägeblattbild hat ja gezeigt, ne, dass eben das, ne, auch bis in die fast 40.000 Euro Leute jetzt in die Sprungproblematik irgendwie kommen, ne? Die würden sich natürlich alle besser stellen. So, das, ne, das gilt eben dann jetzt, diese gilt vor allen Dingen für Erwerbstätige und natürlich würden eben auch alle, die jetzt nicht erwerbstätig sind, würden sich besser stellen und dann, ne, wenn man dann in die Haushalte schaut, ne, wenn das eben eine individuelle Leistung ist, ne, dann kennen wir die ganze Debatte um dann die Paarhaushalte, ne, und sozusagen die klassische Hausfrauengeschichte und so weiter, ne, die würden natürlich dann auch alle samt dann sich besser stellen. So, und ja, das ist eben tatsächlich so, wenn man es so für Erwerbstätige einführt, ist es erstmal deutlich geringerer Finanzierungsbedarf, als wenn man es eben gleich für alle einführt und dann individuell, ne, weil eben die ganze Haushaltsbedarfsgemeinschaften-Thematik dann natürlich auch radikal gelöst wird, aber mit den entsprechenden finanziellen Herausforderungen. So. Und ja, wie gesagt, auf der anderen Seite, die Finanzierung hatte ich jetzt auch schon genannt. Ne? Dann kann man natürlich, ne, jede Kurve, ne, kann man zeichnen und dann auch umsetzen, kann man auch Gesetze gießen, aber dann ist eben auch der zusätzliche Finanzierungsbedarf groß, den man herstellen kann über stärkere Besteuerung. So, aber dann ist natürlich auch immer dann ein Thema jetzt, ne, für klassische Ökonomen, wie sieht dann so die Arbeitsmarktanreizeffekte, ne? Und ja, dann gibt es dann sozusagen weiter. Ja. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde und noch sehr, sehr viele Fragen und es kommen immer noch welche dazu. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen ein paar kurze Fragen hier zu bündeln. Also einmal ist die Frage, wie viel Zeit brauchen wir, um ein Grundeinkommen einzuführen? Fragt Julia Hübner. Wäre das in einer Legislaturperiode möglich? Annette Hasselmann fragt, das ist eine Verständnisfrage, ob es richtig ist zu sagen, wer kein Einkommen hat, erhält dann den vollen negativen Steuersatz, ergo das Grundeinkommen. Das ist, glaube ich, ein Ja. Ja, genau, das Mindesteinkommen, ne, ist gesichert. Das ist eben die Idee des Bedingungs- genau. Grundeinkommens und das soll eben dann dieser Auszahlbetrag, der Auszahlbetrag, die negative, ne, negative Steuer, eben der positive Auszahlbetrag, genau, das ist Einkommen. Ja. Und dann noch die Frage von Rainer, wer in deinem System die Auszahlungssumme komplett, also das ne, was als negativer Steuersatz ausgezahlt wird, komplett durch die Einnahmen
der höheren Besteuerung der Einkommen gedeckt oder würdest du da noch andere Steuerarten hinzuziehen? Also ich persönlich würde andere Steuerarten hinzuziehen. Ich würde jetzt, wenn ich das, also erste Frage war, kann man es in einer Legislaturperiode einführen? Ne? Technisch kann man das natürlich machen. Aber wenn man es eben gerade jetzt nicht nur für Erwerbstätige einführt, sondern insgesamt, ne, dann ist das natürlich ein Riesenreformbedarf. Dann muss man natürlich auch die sozialen Sicherungssysteme entsprechend also sehr, sehr viele Gesetze anfassen. Und das birgt dann natürlich schon auch immer das Thema sozusagen der politischen Unsicherheit, ne, und hat dann tendenziell das Problem, dass man die Mehrheiten dafür nicht so gut bekommt. Ne. Auch deswegen, ne, ich bin für ein, ne, bedingungsloses Grundeinkommen für alle immer schon gewesen, aber ne, ihr hört aus meiner Erläuterung, ne, dass ich deswegen auch diese stufenweise Geschichte gut finde und deswegen hätte ich eben gern das Grundsystem, ne, schon mal für die Erwerbstätigen eingeführt, um es dann für die anderen nachziehen zu können für die Umsetzung. Aber natürlich kann man technisch alles machen, aber man muss eben dann auch die Mehrheiten dafür haben, um das technisch umsetzen zu können. Und das gilt dann eben auch für das Thema Einkommensteuerreform. De facto ist es ja eine Einkommensteuerreform. Ich habe eben ein bisschen angedeutet, dass jetzt gerade, wenn man jetzt ne, sagt, ne, wir wollen das jetzt einführen, ne, dann kennen ja alle die Debatte, ne, jetzt gibt es aber einen Spitzensteuersatz von 42% und 45%, ne, und was wird denn daraus? Ne, und wenn man das jetzt einfach so übersetzt, dann hieße das, ne, Lisa Paus führt einen Spitzensteuersatz von 50% ein und 50% müssten dann aber auch alle zahlen. Ne, so 50% zahlt dann auch schon der, ne, mit irgendwie 1 Euro über den Grundfreibetrag. Ne? Wie soll das gehen? Weil man ja sozusagen von der öffentlichen Debatte her das kennt, dass man immer nur über Grenzsteuersätze redet. Das macht aber deutlich, wie bescheuert das ist, über Grenzsteuersätze zu reden, weil wie gesagt, ne, jeder, ne, für jeden ist entscheidend, ne, was er tatsächlich anteilig von seinem Einkommen an Steuern zahlt oder bei einem negativen Einkommen eben zurückbekommt. Und diese Umstellung an sich sozusagen ist schon, ne, in der öffentlichen Darstellung jetzt nicht ganz trivial, ne, dass wir eben nur noch über, dass wir dann sinnvollerweise nur noch über Durchschnittssteuersätze reden, ne, also über tatsächliche Anteile an Steuern, die ich zahle oder bekomme von meinem Einkommen und eben nicht über diese Grenzsteuergeschichte. Das ist wirklich auch ein NEP sozusagen, den irgendwie Neoliberale über, ne, so und so viele Jahre hinbekommen haben, dass das ist, worüber man redet. Reden muss man über Durchschnittssteuersätze. So. Und da, ne, unser Beispiel hätte eben eine deutliche Umverteilung bei einem Steuersatz für alle von 50%. In dem Zusammenhang auch noch eine... Und wir wollen ja tatsächlich, ne, im unteren und mittleren Bereich entlasten. Ja, und für die, das ist jetzt auch wieder eher ein politökonomisches Argument, was ich aber wichtig finde, für eben die Unterstützung für dieses Programm wäre es eben wichtig, dass es nicht 1:1 dann sozusagen in der Einkommensteuer dann gegenfinanziert werden müsste, ne, weil man dann eben tendenziell, gerade wenn man eben für alle das Grundeinkommen einführt, ne, dann auch über Einkommensteuer Sätze im Durchschnitt dann von 50% und mehr reden müsste, ne, von bis auf 60-70%, da wäre mir dann schon lieber, dass wir dann auch über, oder das wäre auch sinnvoller, ne, dann über Vermögensteuer und andere Steuerarten zu gehen. In dem Zusammenhang auch die Frage von Joachim Winters, das mal klarzustellen, also mit Einkommensteuer meinen wir nicht nur Lohnsteuer, nicht nur Steuer auf Erwerbsarbeit. Nein, Einkommensteuer, deswegen hatte ich ja davon gesprochen, da muss man sich noch die Bemessungsgrundlage anschauen. Ne? Da fällt natürlich auch Vermietung und Verpachtung rein, ne? Da fallen auch alle Kapitalerträge rein, das, was eben der Einkommensteuer unterliegt, ne? Die verschiedensten Einkünfte, die es gibt, und die sollten auch umfassend sein. Und die sollten alle dem gleichen Steuersatz unterliegen. Nicht wie jetzt ist es ja so, dass es eben ja die für Kapitalerträge die sogenannte Abgeltungssteuer gibt, ne? Die dann nur bei 25% liegt. Ne, und für das Erwerbseinkommen eben dann doch die progressive, ne, stärkere Belastung gilt. So, das sollte alles einheitlich eine Einkommensteuerbemessungsgrundlage sein. In dem Zusammenhang vielleicht auch nicht unwichtig die Frage von Jürgen Schupp, weil unser jetziges Besteuerungsmodell ist ja haushaltbasiert. Gemeinsame, also es gibt diese gemeinsame Steuerveranlagung. Das Grundeinkommen ist ja individuell gedacht.
müssten wir diese ganze gemeinsame Veranlagung nicht dann gleich auch mit umdrehen? Oder? Ja, das müssten wir, aber das wollen wir Grüne ja eh auch schon ganz lange, ne, weil wir ja schon seit Gründung das Ehegattensplitting abschaffen wollen und stattdessen einen übertragbaren Grundfreibetrag einführen wollen, ne? Diesen übertragbaren Grundfreibetrag für gemeinsame Haushalte, den könnte man auch sehr einfach überführen in eine negative Einkommensteuer. Ja, zu dieser Frage übrigens jetzt, wie viel wir umwälzen sollten, könnten, haben wir auch nochmal eine kleine Frage für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vorbereitet. Dürfen wir die vielleicht mal eingeblendet bekommen? Also ihr gehört habt, kann man dann natürlich, hat man die Auswahl, gleich viel sich auf einmal vorzunehmen eben. Oder man könnte es auch ganz klein. Wolfgang, können wir die zweite Umfrage sehen? Ach, super, danke schön. So, also nach dem, was ihr bisher gehört habt, wofür würdet ihr votieren? Sollen wir bei der Einführung aufkommensneutral vorgehen? Ihr habt ja in der Grafik gesehen, ne? Dafür müssen dann die höheren Einkommen stärker besteuert werden. Oder nein, wir wollen eher eine Entlastung haben für alle. Oder wir wollen Entlastung in den niedrigen und mittleren Einkommensstufen haben und eine Belastung in den höheren Stufen. Was ist da aus eurer Sicht wünschenswerter? So, konnten alle abstimmen. Ein paar sind noch dabei. Vielleicht kannst du, Lisa, in der Zwischenzeit noch sagen, wie das ist. Kriegen wir das in einer Legislaturperiode hin? Das habe ich schon gesagt. Technisch kann man das machen. Genau. Ne? Die Frage ist eben, ob man die politische Mehrheit dafür hat. Wenn man die politische Mehrheit hat, kann man das technisch machen. Aber es wäre eben doch ein sehr radikaler Systemwechsel, weil eben sehr viele Gesetze geändert werden müssten. So, ich lese aber hier noch gerade, dass meine Aussage zu den Millionären zeigt, dass das Definitionsmerkmal der fehlenden Bedürftigkeitsprüfung aufgegeben werden soll. Ne? Das stimmt nicht. Das habe ich nicht gesagt. Es gilt immer, egal ob beim Einkommen muss ich ja auch angeben, welches Einkommen ich habe. Ja, und bei Vermögen ist es, ne, soll eben, wenn die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird, dann wird auch einfach geklärt, ne, sozusagen, welches Vermögen habe ich. Und das Grundeinkommen bekommt jeder. Auch wenn er Vermögen hat, bekommt es jeder. Es gibt da keine Vermögensprüfung. Es ist nur so, dass eben Vermögen dann wieder der Steuer unterliegt. So, und dann gibt es eben zusätzliche Besteuerung und wer kein Vermögen hat, eben nicht. Und alle bekommen das Grundeinkommen, ja. So, und die eben aber deutlich mehr haben, ne, die zahlen eben dann doch auch Einkommensteuer, ne, und die eben zusätzlich deutlich mehr Vermögen haben, zahlen eben zusätzlich Vermögensteuer. Okay. Ja, in der Zwischenzeit sehen wir hier auch die Ergebnisse. Das ist jetzt durchaus etwas gemischter als vorhin, wo relativ wenige gesagt haben, war, dass alle entlastet werden sollen. Aber so insgesamt scheint doch die Mehrheit für eine aufkommensneutrale Umsetzung sein und dementsprechend die höheren Einkommen höher auch besteuert zu wollen. So, dann ist gerade, glaube ich, noch Zeit für ein oder zwei letzte Fragen. Was wir jetzt die letzte Woche immer gemacht haben und was auch immer sehr nett war, dass nachdem hier der offizielle Teil vorbei ist, wir noch so Kameras aus und untereinander noch ein bisschen plaudern. Wenn Lisa da auch noch uns etwas zur Verfügung steht,
wäre das natürlich sehr schön. Und dann können wir auch noch mehr über die Fragen, die jetzt noch gestellt worden sind, weil es sind wirklich viele interessante Fragen. Also ich danke auch jetzt schon allen für die rege Beteiligung und für diese gute Fragen. Ich nehme jetzt mal die Frage, finde ich auch interessant. Warum ist dieses Modell der FDP mit dem Bürgergeld nicht als negative Einkommenssteuer aus deiner Sicht einzustufen? Ich gebe zu, da ne, gibt es andere Menschen in unserem Kreis, die da viel besser, die da immer noch mehr Hoffnung haben, was die FDP angeht. Ich bin ja nicht so hoffnungsvoll, was die FDP angeht, und deswegen setze ich mich da immer nicht so intensiv mit auseinander. Ne, zumal ja klar ist, dass die FDP eben sehr, sehr viel andere Leistungen dann wegfallen lassen will durch das Bürgergeld und insgesamt ne, den Sozialstaat ja nicht ausbauen will, sondern abbauen will. So, von daher würde ich mich da nicht über die Details, ne, wie jetzt die kleinen Details sich unterscheiden beim Bürgergeld und der negativen Einkommensteuer, sondern da ist, glaube ich, wirklich der Gesamtkontext und wie die es finanzieren, ne, dann eben tendenziell wahrscheinlich eher durch die Mehrwertsteuer, ne, als jetzt durch den Anstieg des Tarifs bei der Einkommensteuer. So, das sind so die wichtigen Unterschiede, weswegen ich da gerne mit denen darüber diskutiere, aber jetzt nicht wirklich jetzt hier eine Auseinandersetzung damit sinnvoll finde, weil es mit dem grünen progressiven Grundeinkommensgedanken nicht viel zu tun hat. Vielleicht eine praktische Frage hier zum Schluss noch. Wenn jeder so an diesem negativen Tarif teilnehmen soll, also nicht auch die, die jetzt kein Geld verdienen, müssten alle doch eine Steuererklärung abgeben, was ja heutzutage schon für viele von uns, ich gehöre da auch dazu, immer eine große Herausforderung oder Überforderung darstellt. Besteht nicht die Gefahr, dass wir jetzt auch jeden einzelnen Steuerberater an die Seite stellen müssen? Lohnsteuerhilfevereine sind gar nicht so teuer, kann ich das einfach so sagen. So, und das andere ist, dass es da schon auch Beispiele gibt, wie beispielsweise in Schweden. Wir haben das auch in Deutschland schon länger diskutiert, auch unter Grüns, dass es sehr hilfreich wäre, wenn es eine vorausgefüllte Steuererklärung gibt. So, ne? Also es sind ja einfach sehr viele Daten im Staat schon da, ne? Über die ganzen Versicherungsgeschichten beispielsweise und so. Ne? Und wenn man eben nochmal abhängig erwerbstätig ist, ne? Die Infos, die sind ja auch alle schon da. Und deswegen kann eigentlich sozusagen 90, ne? Also bei sehr, sehr vielen Leuten 90% der Angaben, ne? Das kann eigentlich schon vorausgefüllt gemacht werden. Und dann kann man selber irgendwie gucken, ne? Haut das irgendwie hin? Oder will ich das, was Falsches ändern? Irgendwie raus ist plötzlich. Also, aber das wäre jedenfalls, ne, glaube ich, eine wichtige Ergänzung, die vorausgefüllte Steuererklärung. Ja, und damit sind wir am Ende unserer regulären Sendezeit angekommen. Vielen Dank dir, Lisa, nochmal. Vielen herzlichen Dank allen, die sich an der Debatte heute beteiligt haben. Ich glaube, es ist klar, dass wir jetzt hier nur so einen ersten Einstieg geben konnten. Für mich ist auch nochmal wichtiger Punkt zu sagen, bei diesen, also erstmal gibt es da zwei grundsätzlich verschiedene Modelle, und dann kann man natürlich auch innerhalb dieser Modelle mit vielen Stellschrauben spielen. Und je nachdem kommen natürlich auch ganz unterschiedliche B- und Entlastungen heraus. Was ich persönlich vielleicht ganz interessant fände, wenn wir mal zu sowas kommen, vielleicht auf unserer Website so einen negativen Einkommensteuerrechner zur Verfügung stellen, wo dann jeder sich sein Steuersystem zusammenbauen kann. Weil ich glaube, das führt dann ja auch mehr, zu mehr Verständnis des Gesamtkonzepts. Also vielleicht schreiben wir uns das mal so als kleines Projekt so auf unser Aufgabenzettel. Wie gesagt, diese ganze Diskussionsreihe findet im Kontext der Überarbeitung
des Grundsatzprogramms unserer Partei statt. Und wir haben natürlich zu den ganzen verschiedenen Themen, die wir diskutiert haben, auch ganz viele verschiedene Anregungen von Mitgliedern des Grünen Netzwerks und von anderen Parteimitgliedern, wie man diesen Entwurf, was unser Bundesvorstand bisher vorgelegt hat, besser Richtung des Grundeinkommensgedankens bringen könnte. Wenn ihr auf unsere Website grünes-grundeinkommen.de/beteiligungsgrün mit UE geht, findet ihr alle Vorschläge. Das sind ganz viele, ganz tolle Vorschläge. Und ihr wisst, wir brauchen 50 Unterstützer für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, damit diese Vorschläge dann auch dem Bundesvorstand vorgelegt werden. Deswegen möchte ich euch doch alle nochmal bitten, da ganz fleißig zu unterstützen und auch diesen Link weiter zu verbreiten. Ja, und hier in der Reihe geht es morgen weiter. Habt ihr nochmal den Spaß mit mir. Allerdings werde ich nicht moderieren, sondern euch was über Grundeinkommen und Europa erzählen und die Fragen vom Bauke Dobberstein, die auch schon durch mehrere Veranstaltungen unserer Reihe euch geführt hat, dann beantworten und eure Fragen natürlich auch. Also morgen wieder ab 19 Uhr heißt es, Grundeinkommen wird Grundsatz. Ich danke euch allen und danke Lisa nochmal.